Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich eine Schweinschale Schnitzel schneide. Die Schweinschale oder auch Kaiserteil und in Deutschland die Oberschale. Was Sie beim Schnitzelschneiden aufpassen müssen, das ist der Faserverlauf. Sie müssen quer der Faser schneiden. Wenn Sie schauen, so genau, sehen Sie, die Faser läuft zu. Das heißt, ich fange so an. Und Sie brauchen hier mal ein scharfes Messer. Und wichtig ist auch ein langes Messer. Weil je länger das Messer ist, desto schöneren Schnitt bringen Sie zusammen. Mit einem kurzen hacken Sie ab. Das erste, ich werde einen Schmetterlingsschnitt machen, schneide ich es vor, zurück. Schauen Sie. Wenn das für Ihnen so privat ist, dann müssen Sie nicht alle gleich groß sein. Problematischer wird es, wenn Sie für Gast zerschneiden müssen. Das sollten nicht alle gleich groß und gleich schwer sein. Das schneiden wir weg, das sieht nicht schön aus. Ganz Anschnitt, am Vor- und Anzug. Ganz vor, zurück. Jetzt machen wir einen Schmetterlingsschnitt vor, zurück. Sie aufpassen, dass Sie nicht ganz durchschneiden. Dann legen Sie her. Schauen Sie, man kann es auch umdrehen. Ein Schnitzel sollte man nie umdrehen, weil es immer die weniger schönere Seite ist. Und wenn Sie es auch für das Kind ans, dann schauen wir. So wäre es richtig geschnitten. Wenn jetzt für Gaster schneiden muss, ich schneide das Schnitzel für den Gaster, ich fange dann so an. Ich sage die Faser so, Sie können auch so schneiden. Ich schneide das ein bisschen weg. Ein kleines ist egal. Auch das geht. Jetzt werden sie kleiner, jetzt schneide ich sie wieder doppelt. Schauen Sie. Für den Junior. So. Ich meine, es ist korrekter, ist der Schnittort, wie ich das erstes gemacht habe. Weil das ist wirklich ganz gegen die Faser. Und wenn ich da schaue, da läuft ein bisschen mit der Faser mit. Aber es sind auch schöne Schnitzel. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte abonnieren Sie mich. Bis zum nächsten Mal, Ihr Profi-Metzger Ralf.